geht, Pokéfans? Mein Name ist Max und willkommen zu einem kleinen Informationsvideo. Mal schauen, wie klein es wird, denn wir haben einige Karten, die wir noch durchschauen wollen, denn die neue Rotation beginnt und das ist jedes Jahr dasselbe. Nach der Weltmeisterschaft wird die neue Rotation bekannt gegeben, heißt, welche Sets dürfen gespielt werden und unsere Rotation beginnt ab dem Set Turbo Start, also Breakthrough. Das heißt, wir verlieren ein paar Sets, verlieren ein paar Karten, ein paar Decks werden dadurch ziemlich zerstört und damit ihr so einen kleinen Überblick bekommt, was das so alles ist, gehen wir einfach mal die Sets durch und reden über die Karten, die wir nicht mehr spielen werden, die aktuell gespielt werden in den guten, bekannten, schönen Meta-Decks. Okay, dann starten wir einfach mal die ganze Geschichte. Das Set, das als allererstes rausfliegt, ist Protoshock. Protoshock war damals ein ziemlich cooles Set, hatte sehr interessante Karten dabei und wir schauen mal, welche davon wirklich uns jetzt fehlen werden. Wailord wird jedem fehlen, weil es einfach ein süßes Pokémon ist oder so ähnlich. Nein, es war ein cooles Pokémon, wurde aber dann lange Zeit nicht mehr gespielt. Es war eher so ein Deck, um eine Wall aufzubauen mit irgendwelchen Ability-Pokémon noch auf der Bank oder halt einfach, dass der Gegner dich nicht töten kann und du Karten ziehen kannst ohne Ende. Wir reden jetzt natürlich nur über das Standardformat. Fürs Expanded bleibt alles ab Schwarz und Weiß gleich bestehend, bis auf ein paar Karten, die es nicht mehr gibt. Aber hier verlieren wir schon die erste Karte in Form von Mega Gardevoir. Aber nur diese Version. Wir dürfen sie theoretisch ja immer noch spielen. Es ist egal, denn dazu gibt es ja einen Reprint im Set Generation. Also die Karten darf man nach wie vor spielen. Aber dadurch bedingt, dass wir kein Himmelsfeld mehr haben oder dass wir vielleicht ein anderes Gardevoir lieber spielen wollen, wird dann dieses Mega Gardevoir zwar noch gespielt werden, aber ich denke, wir werden es nicht mehr so oft sehen, wie wir es gewohnt waren. Ansonsten, Skoppel war ganz cool, eben für diese Mildecks, die Karte gibt es nicht mehr. Was sau wehtut, ist der Tauchball. Jetzt reden wir wirklich über Karten, die wir tatsächlich verlieren und die wehtun. Tauchball, eine unfassbar starke Karte für das Wasserdeck. Die Karte war so gut, die musste man einfach haben. Vor allem die Greninja-Decks haben das gespielt, um nichts wegschmeißen zu müssen, keine Ressourcen zu verbraten und direkt die Pokémon zu bekommen. Denn man kann sich irgendein Wasser-Pokémon holen. Ansonsten Energiezugewinn, Fluchtseil, EP-Teile haben alle einen Reprint bekommen. Genauso wie das Sonderbonbon haben wir immer noch im Format. Professor Burke wurde lange nicht mehr gespielt. Ist also in dem Fall nicht so schlimm. Was aber auch wehtut, ist die raue See für die Wasser- und Blitz-Pokémon, dass die sich um 30 Schaden heilen dürfen jede Runde. Die Erinnerungsstätte wird Mega Mewtwo-Dex auf jeden Fall komplett den Arsch versauen, weil die können damit nicht mehr in die Mega-Entwicklung gehen und trotzdem noch die Attacke vom Base benutzen. Silenzium-Labor, ja, dafür werden wir Alternativen brauchen, gibt es in Form von Alola Slimog, also die Nicht-GX-Version, denn dann haben auch da Basis-Pokémon keine Ability mehr. Verbrannte Erde haben wir als Reprint bekommen, das ist okay. Wiederball hat man generell eh nicht so oft gespielt, also tut das nicht so weh, aber Senior und Junior. So eine coole Karte, wenn der Gegner in seinem letzten Zug eines unserer Pokémon besiegt hat und wir dran sind, diese Karte aktivieren, dürfen wir unser Deck nach zwei Karten durchsuchen, beliebig, und dürfen die dann auf die Hand nehmen. Super geile Karte, hat man vor allem in solchen Low-Budget-Decks gespielt, weil es dann natürlich irgendwo absehbar war, dass man ein Pokémon im Kampf verliert. Diese Karte dürfen wir also Stand jetzt nicht mehr spielen. Sobald September beginnt, zählt die Rotation. Was wir auch nicht mehr haben, ist die Wanda Energy und die war tatsächlich jetzt auch noch echt entscheidend für das Gardevoir GX-Deck. Denn es ist ziemlich stark, es ist eine Special Energy, muss man natürlich immer noch berücksichtigen, liefert dann nur eine Feenenergie, wenn es dann an dem Feen-Pokémon anliegt. Und wir dürfen alle Effekte von Attacken verhindern, bis auf natürlich den Damage, der diesem Pokémon dann zugefügt wird. Könnte uns also ein bisschen schützen, ja? Ob wir schlafen, paralysiert sind, ob wir vergiftet sind, ja, ob wir irgendwelche anderen Drawbacks haben, durch die Wanda Energy eben nicht. Bei den Full Arts ist es relativ egal, da haben wir sonst noch den Spezialhammer dabei, den dürfen wir sowieso spielen. Die Karten, die drei hier, gab es jetzt mittlerweile auch wieder als Reprint, so gesehen kein Problem. Marx Baltrick, Adrians Ass im Ärmel, Ermel sind auch so Karten, die sehr gut ausschauen, die cool spielbar waren für eine gewisse Zeit, aber schon lange nicht mehr benutzt wurden, also tut es uns da auch nicht so weh. Protoshock ist damit durch. Dann schauen wir ganz kurz in Double Crisis, in das doppelte Dilemma. Davon wurden wirklich nur eine Handvoll Karten gespielt. Und wenn man ehrlich ist, was, wenn überhaupt, waren es diese Stadionkarten, und zwar die Aqua Base und die Magma Base. Dass man die Rückzugskosten ein bisschen höher treibt beim gegnerischen Pokémon.
von allen Pokémon, außer es sind Team Aqua Pokémon, wird um eine Energie erhöht, der Rückzug. Und Team Magmas Secret Base, wenn ein Pokémon, ein Basis-Pokémon auf die Bank gelegt wird, das kein Team Magma-Typ ist, dann bekommt es 2 Damage. Das war so eine Geschichte für das Garados-Deck, das wir gesehen haben aus Ewiger Anfang. Legt die Karpador raus, die Karpador bekommt direkt Damage. Und Garados hat gesagt, für jeden Damage, das auf einem Karpador liegt auf seiner Bank, macht er noch mehr Damage. Low-Budget-Deck im Endeffekt, wahnsinnig stark, kann man komplett in die Tonne treten, unabhängig davon, dass auch Ewiger Anfang rausfliegt. Dann sind wir mit Doppeltes Dilemma eigentlich schon durch, wir verlieren da sonst nichts. Drachenleuchten. Da wird einigen das Herz bluten, weil es natürlich ein ziemlich cooles Set ist. Wir haben da die Mega Rayquaza bekommen, wir haben Shaymin gehabt, wir hatten Arktos. Arktos war auch nicht schlecht, um eben noch eine Preiskarte zu ziehen, wenn er den Knockout landet. Wurde auch noch in diesen Aquabox-Decks gespielt, ja, also diese Toolbox-Varianten mit den ganzen verschiedenen Pokémon, mit Manaphy und mit Glaziola und was man alles mit reingepackt hat. Da war auch ein Arktos immer mit vertreten oder ein Regice. Ja, dass man gegen EX blockt, dass man vielleicht noch mehr Preise ziehen kann. Das wird es also auch in der Form nicht mehr geben. Das Voltoball fliegt raus. Das ist nur deswegen ganz schade, weil tatsächlich eines der Elektroball aus Evolution ganz gut ist für Elektrodecks. Das hätte jetzt auch noch viel KP im Vergleich zu den anderen, die nur 60 haben. Braucht nur eine Energie für den Rückzug und kann theoretisch auch noch ordentlich Damage machen mit 2. Sonst werden wir hier vermissen erstmal relativ wenig, bis wir ein bisschen weiter nach unten kommen. Und dann unsere Drachen-Pokémon finden. Drachen-Pokémon, Latios hat seine Zeit gehabt, war in dem Fall auch gut. Vor allem zu der Zeit, als Nightmarch noch stark war, dass man da mit rasanter Raubzug im ersten Angriff direkt den Knockout landen kann. Danach ging das eigentlich bergab. Man hat es mal probiert mit Mega-Latios, ist aber auch nichts geworden, genauso wie Trikefalo. Als Supporter für Drachen-Pokémon, dass sie 2 Energiekarten weniger brauchen für den Rückzug oder 2 Energien weniger für den Rückzug brauchen, gibt es also auch nicht, tut aber auch nicht weh. Rayquaza. Mein absolutes Lieblingsdeck gewesen. Ich habe dieses Deck vergöttert und ich musste es so oft spielen wie möglich, weil es einfach fucking stark war. Ja, Mega Rayquaza kommt aufs Feld, macht für jedes Pokémon auf der Bank, das wir haben, 30 Damage. Mit Himmelsfeld ohne Probleme alles weggenockt, was es gab. Darf man natürlich jetzt auch nicht mehr spielen. Shaymin EX ist raus. Wurde jetzt aber tatsächlich, seitdem Capofala da ist, auch nicht mehr so oft gespielt. Es ist einfach ein easy Target, man kann es schnell holen, eben durch Capofala, geht auf Lysander, Lysander holt Shaymin nach vorne und irgendwas macht schon 110 Damage, wenn man mal ehrlich ist. Also da hat man sich dann selber das Spiel verbaut, auch wenn man am Anfang ein paar Karten ziehen konnte. Trotzdem schade, dass Shaymin raus ist, ist eine schöne Karte, macht aber Platz für neue coole Sachen. Megaturbo ist nicht so schlimm, dass es rausfliegt, wir werden eh kaum noch Mega-Pokémon sehen wahrscheinlich. Genauso wie das Himmelsfeld, das ist echt bitter. Beide Spieler können 8 Bank-Pokémon haben, gibt es in der Form dann auch nicht mehr. Die Trainer's Mail ist am Start, hat ja einen Reprint bekommen in dem Battle Decks, ist aber immer noch dieselbe Karte, ist nur ein anderes Artwork, aber kein neues Set. Also Trainer-Mail, Trainer's Mail ist raus. Heiko dürfen wir nach wie vor spielen, haben wir auch in Generationen gehabt. Ansonsten die Doppeldrachenenergie ist raus, deswegen haben viele gesagt, ja, Hafnir, das neue GX ist ja im Expanded ziemlich cool, ja, kann man kombinieren mit Giratina oder mit Branawarz oder irgendwas, weil man hat die Doppeldrachenenergie. Aber jetzt, für das Standardformat, ist die Karte auch raus. Und hier bei den Full-Art-Karten, was sonst wehtut, ist der Kampffahnder, der ist jetzt endgültig raus. Er hat es nur deswegen überlebt in der letzten Rotation, weil er hier als Reprint kam, ursprünglich ja aus dem Phantomkräfte-Set war, dass er dann das Format verlassen hat. Jetzt ist aber auch dieser Kollege raus. Heißt, wir werden, zumindest jetzt am Anfang, bis irgendwas passiert, werden wir keinen Kampffahnder mehr spielen können. Es gibt keine Versus-Seeker mehr. Heißt, man muss seine Art zu spielen anpassen, dass man nicht zu viele Ressourcen weghaut, mehrere Supporter spielen, jeder wird 2 bis 3 Capofala spielen müssen, um an die zu kommen. Also es wird auf jeden Fall interessant, es wird anders, aber ich freue mich ehrlich gesagt drauf, weil es war immer dasselbe. Du schmeißt irgendwelche Karten weg, weil du sie in der Situation nicht brauchst. Hyperball in dem Fall perfekt. Hyperball schmeiße ich 2 Supporter weg, die ich nicht brauche, weil ich weiß, ich habe 4 Versus Seeker. Ich kann sie mir holen, wenn ich sie brauche. Man musste immer Angst haben, wenn ein Versus Seeker auf der Hand ist und der Gegner hat wahrscheinlich einen Lysander schon im Discard-Pile. Was legt man auf die Bank? Legt man seinen Shaymin? Legt man es nicht? Ja, es ist halt gefährlich gewesen, aber jetzt wird es vielleicht etwas entspannter, vielleicht auch nicht. Wir haben jetzt auch noch Bromley. Bromley ist auch noch ultra stark. Es gibt Capofala, es gibt Linette. Es gibt viel zu gute Supporter jetzt in dem Fall. Gut, weiter geht es mit Ewiger Anfang. Giflor. Gott sei Dank raus, das Scheißteil.
Weil auch, ja, weil der großen Gewächse rausfliegt, kann man die Karte sowieso nicht mehr wirklich spielen. Aber kein Item-Lock mehr, zumindest nicht durch ihn. Mega Gewaldro hatte seine Zeit, war auch ziemlich stark. Aber dann irgendwann doch nicht mehr, Volcanion und so. Als das dann richtig losging, waren die Kollegen schon komplett abgeschrieben. Hornweisel war als Low-Budget-Deck immer eine coole Wahl. Habe ich so oft auch an Leute aus der Community verkaufen können. Im Sinne von, ich habe denjenigen dann so 40, 45 Karten aus dem Deck zusammengepackt und dann halt als fast fertiges Deck anbieten können. Das ging so gut weg und viele haben es auch gespielt und geliebt und es hat Spaß gemacht. Und ich habe das Deck auch mega gern gespielt mit Zoroark, vor allem mit den Evolutions, dass ich verschiedene Weakness oder für verschiedene Weakness hauen kann. Hier eben perfekt mit dem Flamare, also war echt cool. Schade, aber gut, im Expanded wird es trotzdem noch spielbar bleiben. Die Frage ist halt, wie gut, weil da ja auch das Team, das Plasma Flareon da ist und na, mal schauen. Wahrscheinlich so ein Doppeldeck mit beiden Attackern. Dann, weil wir schon bei den Evolutions waren, die Evolutions verlieren wir auch, die uns zusätzlichen Typvorteil geben mit Flamare, Aquana und Blitzer. Die sagen, dass Stage 1 Pokémon ihren Typ übernehmen. Haben wir in dem Fall leider auch nicht mehr. Entei wurde eh nicht so gespielt. Dann haben wir hier das Gyarados, das mit der Ancient Trait, die sagt, dass es zwei Tools tragen kann, heißt also noch mehr Damage machen kann, ist weg. Aquana, Regice ist raus, Blitzer ist weg. Incognito ist raus, um einfach nochmal ein bisschen Karten ziehen zu können. Das hat man ja in den Mega Gardevoir Decks gespielt, die aber aus dem Dampfkessel-Set waren. Die waren auch nicht schlecht. Hooper bleibt tatsächlich im Format, da haben wir heute nochmal drüber gesprochen, denn Hooper ist ja nochmal als Promokarte rausgekommen. Und wir haben ja gesehen, dass die Promokarten erst ab Nummer XY67 aufwärts weitergehen. Und man wird es kaum glauben, dass das Hooper hier mit der Nummer 71 im Bestand ist. Heißt, wir dürfen weiterhin Hooper spielen. Bloß haben wir nicht mehr so viele gute EX-Karten, als dass es sich lohnen würde, ihn zu spielen. Muss man mal gucken, vielleicht für noch so Mewtwo-Decks, Mega-Mewtwo-Decks, wenn man es noch spielen will. Oder man hat es in Volcanion ja gespielt, aber jetzt nicht mehr. Ich glaube nicht, dass wir jetzt nochmal wirklich Groß-Hooper irgendwo im Einsatz sehen. Wäre aber cool, weil es eine geile Karte ist. Aber ansonsten, Macho Mai war schon immer kacke, genauso wie Despotab. Müssen wir gar nicht drüber reden. Giratina, schöne Karte auch fürs, für den Binder, jetzt zumindest. War aber stark, hat seine Zeit gehabt und sehr, 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 sehr viel Damage gemacht. Lugia EX haben wir da noch am Start. Kann man immer so ein bisschen parallel gucken. Gab es die Karte nochmal irgendwie als Promokarte, als Reprint? Ist sie nochmal da rausgekommen? Nee, ist sie nicht. Also nicht danach. Deswegen ist die Karte also auch raus. Der Ast-Trainer ist weg. War auch so eine Alternative für Low-Budget-Decks, die erst in Rückstand gehen, dass sie da einfach nochmal dem Gegner die Handkarten disrupten können. Genauso wie das verblasste Dorf ist raus. Der Wald der großen Gewächse ist raus. Wir haben auch keine Hexe mehr Stand jetzt. Wir haben keinen Levelball mehr. Und damit ist jetzt auch Flordelis raus aus dem Format. Dafür haben wir Bromley bekommen. Das ist okay. Bromley ist ja quasi Flordelis plus Fluchtseil oder plus Tausch in unserem Fall. Das ist schon echt stark. Also es ist eine sehr, sehr gute Karte. Flordelis sah aber natürlich Gangster aus. Vor allem die Full-Up ist halt fucking awesome gewesen. Aber leider in dem Fall auch raus mit dem Kollegen. Sonst, wir schauen nochmal bei den Full-Arts, was ist da verloren gegangen. Auch da die Mega- und Primal-Pokémon können wir nicht mehr spielen und die Trainer's Mail ist da auch nochmal als goldene Version mit dabei. Also die Kollegen sind raus aus der Geschichte. Dann machen wir es genau in umgekehrter Weise. Wir schauen jetzt rückwärts von der 67, was wir nicht mehr spielen dürfen. Das heißt, für uns beginnt die Promo-Rotation hier ab der XY67. Jirachi dürfen wir noch spielen. Ist ein gutes Pokémon gewesen. Vor allem auch damals gegen Nightmarch. Es hat so viele Karten gegeben, die gut gegen dieses Deck waren. Oder in diesem Deck gut gegen das Mirror halt. Ne? Die dürfen wir immer noch spielen. Aber rückwärts gesehen, was haben wir da wirklich groß verloren? Ja, das sind nette Promokarten, aber davon hat man fast nichts gespielt. Außer das Regirock, das hat man halt im Primal Groudon Deck gespielt, weil man konnte ihn nicht als Ziel von irgendwelchen Itemkarten benutzen. Heißt, ihm hat man so viele Energiekarten wie möglich gegeben. Wenn was passiert ist, dann konnte man ja die tauschen. Es gab so viele Möglichkeiten mit dem Regirock cool zu spielen, aber auch das brauchen wir in der Art nicht mehr. Wir verlieren Mega Metagross, was nicht schlimm ist. Wir spielen das Metagross GX, was weltengeiler ist. Aber wir verlieren, das ist sehr, sehr schade, Yveltal X ist in dem Fall raus, ist es aber nicht, denn wenn wir weiter nach unten schauen, muhaha, habe ich euch kurz erwischt. Nein, Yveltal
ist immer noch im Format, denn wir haben ihn ja nochmal gekriegt und zwar hier als Promokarte und das hier hat die Nummer 150. Yveltal wird einfach nicht dieses Format verlassen, es will es einfach nicht, es bleibt einfach da und das schon sehr, sehr lange und es war gut, es war immer gut, aber es gibt jetzt bessere Optionen, ja? Wir spielen jetzt Darkrai, Darkrai EX und Darkrai GX als Finsternis-Hitter oder Zoroark, vielleicht dann auch noch mit Zoroark GX oder Zoroark Turbo. Also es gibt da echt schöne Alternativen, aber wir können immer noch Yveltal spielen. Auch das Baby Yveltal, das haben wir in Generationen wiederbekommen als Reprint. So gesehen auch da kein Problem. Ich würde jetzt sagen, ich vermisse nicht wirklich viele Karten. Versus Seeker tut weh. Flordelis haben wir eine Alternative bekommen. Tauchball, Levelball, diese Search Balls sind raus, aber dafür haben wir den Nestball gekriegt. Wir haben sonst auch andere interessante Supporter bekommen, interessante Pokémon, die auch sowas wie Shaman kompensieren. Wir haben Kapufala gekriegt, wir können Supporter raussuchen, die wir brauchen. Sie müssen halt im Deck sein. Dann ist die Frage, wie viele Supporter spielt man? Spielt man von eben dann 3 oder 4 sogar, ja? Dass man 3 Bromley spielt und nicht wieder vorne nur 2 Flordelis. Was macht man da? Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt, wie ihr das neue Meta dann einschätzt. Oder was denkt ihr, wie werden die Decks jetzt gespielt werden? Ein bisschen vorsichtiger, weil man hat teilweise schon echt explosiv gespielt, dass man alles rausgefeuert hat, was man hatte, weil man wusste, man kann es ja eh zurückholen, irgendwie. Vielleicht mal gucken. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Und ansonsten aus dem neuen Set, wenn wir da einfach nochmal ganz kurz reinschauen, was haben wir da noch an Awesome-Karten, die vielleicht so ein bisschen was zurückgebracht haben. Wir haben auch hier wieder ein Gifloor bekommen. Schützt sich halt, wenn es das aktive Pokémon ist, vor Basis-Pokémon, hat aber nicht mehr den weiter großen Gewächse, um sich schnell zu entwickeln. Ist also nicht wirklich gut. Tektas, gut, braucht nicht viel, kann sich ja schnell entwickeln. Wir haben wir auch immer noch den Heiko, um da schnell ins Spiel zu kommen. Wir haben die Evosoda. Wir haben wieder einen Blocker mit dabei, mit klare Barriere bei Alola Vulnona. Also es gibt hier ähnliche Karten irgendwo, wieder ein Gyarados, das ähnlich wieder abhängig von den Karpados im Discard-Pile jetzt Schaden macht. Also die Themen oder die Ideen sind teilweise noch existent, aber sie sind halt natürlich nicht dasselbe und das macht es eben so spannend. Wir haben neue Karten gekriegt, wir haben neue Strategien, die wir uns auch überlegen müssen mit den Karten. GX-Karten, geile Sache, finde ich sehr, sehr geil, auch dass wir Darkrai in EX und GX spielen können, dass wir Gardevoir effektiv in EX und GX spielen können, muss man halt gucken, was da tatsächlich Sinn macht, was da sehr, sehr stark ist und da freue ich mich auch auf eure Deck-Vorschläge. Wir wollen ja mehrere Deck-Profiles jetzt wieder starten, ich versuche mit der Community, heißt also mit euch an dem Thema zu arbeiten, wir haben ja schon eine Fan-Version bekommen, da hat jemand ein Deck-Profile für mich gedreht, hat es mir geschickt, ich habe es kommentiert und habe es dann hochgeladen. Wenn ihr sowas machen wollt, dann schickt mir einfach Nachrichten, schreibt mir, was ihr machen wollt, weil ich habe natürlich nicht alle Karten immer da. Und wenn ihr eine coole Low-Budget-Deck-Idee habt, so rum heißt es, dann schickt es mir einfach, ja. Ich freue mich auf sowas, wenn wir gemeinsam an diesem ganzen Thema arbeiten können, was sich Pokémaxi nennt, was dieser YouTube-Kanal ist, was diese Community ist. Und ja, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal einfach mit dabei seid, mit reinschaltet und uns da ein bisschen halt unter die Arme greift. Würde ich mich freuen. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, wir haben jetzt mal kurz geguckt eben, was für Karten sind rausgeflogen, damit ihr wisst, brauche ich die Karten noch, muss ich die antauschen, soll ich sie vielleicht vertauschen? Behaltet erstmal diesen Teil der Karten, die jetzt verloren gegangen sind für das Standardformat, denn wahrscheinlich, es ist irgendwo so ein bisschen im Gespräch, dass wir 2018 auch dann ein Expanded-Turnier mindestens haben werden in Deutschland, heißt, wo wir die Karten ab Schwarz und Weiß spielen dürfen und das sind dann schon nochmal ein paar Sets, die dazukommen. Theoretisch könnten wir noch, weil ich es jetzt vergessen habe, ehrlich gesagt, es gibt noch ein paar Karten, die wir beibehalten und das sind, ihr könnt es euch da mal anschauen, das sind diese Promo-Boxen gewesen mit dem Pikachu, mit dem Lucha Pikachu, Lycanroc, diese Trainer-Kits oder so. Ihr könnt es euch einfach mal anschauen, da sind aber bedingt irgendwie neue Karten drin, die was können, deswegen wollte ich das jetzt nicht so irgendwie davor noch mit ansprechen, aber ansonsten tatsächlich, was wir alles spielen dürfen, ist ab Turbo Start einmal komplett durch, plus alles, was neu dazukommt. Okay, das reicht jetzt aber. Freunde, wenn es euch gefallen hat, drückt auf den... Wenn es euch gefallen hat. Ich rede manchmal so schnell, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich sage. Wenn es euch gefallen hat, drückt auf den Like-Button, lasst mir einen coolen Kommentar da. Und wenn ihr neu dabei seid, dann drückt doch auf den roten Button, dann abonniert ihr den Kanal. Verpasst auch das nächste Video nicht. Checkt auch immer auf meinen Channel, da könnt ihr noch diese kleine Glocke aktivieren. Das heißt, ihr bekommt eine Benachrichtigung auf euer wunderschönes Smartphone. Wenn ich ein Video hochlade, heißt, ihr seid direkt am Start, könnt direkt liken, direkt kommentieren. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer sehr viel Spaß beim Spielen. Macht's gut. Ciao, ciao.